Die staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg entwickeln, bewahren und vermarkten 60 historische Monumente im Südwesten Deutschlands. Und das seit vielen Jahren mit wachsendem Erfolg. Im Jahr 2018 besuchten knapp 4 Millionen Menschen die Originalschauplätze der Geschichte mit Kulturschätzen von höchstem Rang. Mit kreativen und nachhaltigen Vermittlungsformaten, wie zum Beispiel die Themenjahre, wird das kulturelle Erbe des Landes vielen Menschen national und international nähergebracht. Der Bauhausverbund will zum Jubiläumsjahr das Thema Bauhaus aus neuen Perspektiven beleuchten und national wie international nachhaltig positionieren. Die Entwicklung der Jubiläumsmarke 100 Jahre Bauhaus lehnt sich dabei an den Anspruch des Bauhauses an, stets in der eigenen Zeit verwurzelt zu sein. Das Ergebnis ist eine Markenpersönlichkeit, die visuell interessant, medial durchsetzungsstark, zeitgemäß und radikal ist. Die Jazz Ahead in Bremen ist als Fachmesse für Jazz und das daraus entwickelte Festival weltweit einzigartig. Seit der Premiere im Jahr 2006 hat sie sich zum weltgrößten Branchentreff und einem stadtweiten interdisziplinären Festival entwickelt, das ein jährlich wechselndes Partnerland in den Fokus stellt. Mit dem Jazz Ahead-Pfeil, dem Symbol der Marke, geht ein inhaltliches Niveau einher, das der Veranstaltung und der Marke Glaubwürdigkeit verleiht, richtungsweisend und vorwärtsstrebend. Die konsequente Markenerscheinung, die inhaltliche Umsetzung der Werte und die Implementierung des Corporate Designs und der Corporate Identity sind Faktoren dieser außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte.